Mittlere Geschwindigkeit, nicht schlecht für den Anfang. Wow. Glück gehabt. Wow. Mir geht's heute am besten. Oh nein, das ist Tabasco. Wow. Das wird sicher eine feurige Runde. Oh nein, ich glaube, ich krieg Fieber. Ew. Ich krieg Angst. Monika, jetzt bist du dran. Okay. Mhm. Gut, aber zuerst muss ich mich vorbereiten. Das Tabasco kommt auf diese Löffel. What? Wieso machst du das? Das wird mir helfen, langsam, ganz langsam zu essen. Meine Körpertemperatur steigt langsam. Es wird immer heißer. Du armes Ding. Nein, jetzt brennt alles. Du brauchst ein kaltes Steak. Danke, mir geht's viel besser. Danke dir, Monika. Das Fleisch ist durch. Kate, vergiss dein Tabasco nicht. Und ihr sollt Freundinnen sein. Au! Gleich wird was Schlimmes passieren. What? Oh je, ich hab's geschafft. Hauptsache, ich explodiere nicht. Oder eben doch. Schaut euch unsere neuen Frisuren an. Ich bin die lahme Ente. Oh. Ich zeige euch endlich, was Geschwindigkeit ist. Was für tolle Bonbons. Stop. Nicht zu schnell, Mädels. Erstmal alles vermischen. Wow. Oh, sieht klasse aus. Ich will als erstes essen. Lecker Schmecker. Na los. Na los, wieso gehst du nicht ab? Ich werde nicht aufgeben. Ach, das hat wehgetan. Yeah. Gut gemacht. Und jetzt du, Kate. Ich bin bereit, es zu probieren. Monika, du hattest recht. Das schmeckt super. Das kann eine Ewigkeit dauern. Aber nicht, wenn wir uns ein bisschen einmischen. Boah, wie sauer. Ich muss dringend den Mund waschen. Solange du das machst, esse ich was. Messt die Zeit. Ich esse schneller als ihr alle. Ha? Mary, wo willst du hin? What? Oh. Ich kann doch nicht alles stehen und liegen lassen. Ups. Aber ich werde es wohl machen müssen. Oh, es regnet Bonbons. Sieht toll aus. Oh. Ich habe mal wieder Glück gehabt. Oh. Und ich nicht. Okay. Chinesische Nudeln. Huh? Ich mag die. Mal sehen, wie du mit einem Stäbchen essen wirst. Seltsam. Hier fehlt doch eins. Aber ich bin mir sicher, dass ich das auch so schaffen werde. Ich habe mir so viel wie möglich geschnappt. Seht ihr? Es klappt. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Fertig, ihr seid dran. Klasse. Denn ich habe auch Hunger bekommen. Was ist mit meinen Stäbchen geworden?
Freut euch nicht zu früh. Ich werde das trotzdem schaffen. Da werden wir wohl lange warten müssen. Na los, jetzt komm schon. Das wird nichts bringen. Na, ist doch schon besser als gar nichts. Lecker Schmecker. Macht euch bereit. Ich zeige euch, wie das Profis machen. In ein paar Sekunden ist nichts mehr da. Wow, als hätte die mehrere Hände. Fertig. Mir ist schwindelig. Na, endlich habe ich auch mal Glück gehabt. Endlich kann ich alles schnell verschlingen. Wow. Oh, das sind ja saure Streifen. Nanans Zeug. Schaut, wie einfach das geht. Voll praktisch beim Essen. Ich bin begeistert. Wir lieben es. Ich bin fertig. Jetzt kommt ihr dran. Wie du meinst. Mit Erdbeergeschmack. Lecker. Und so sauer. Wann ist das endlich zu Ende? Der müssen wir ein bisschen nachhelfen. Mary, gut gemacht. Monika, gute Arbeit. Ich will das mindestens genauso gut schaffen. Na dann mal los. Boah, was für eine Geschwindigkeit. Jahrelanges Training zahlt nun aus. Sorry, hier hätte es ja fast einen Brand gegeben. Hurra, na endlich Höchstgeschwindigkeit. Mary und ich bleiben Outsider. Yeah, wenn das mal kein Glücksfall ist. Ich frag mich, wie die Dinger schmecken. Oh, die haben sogar Füllung. Mhm. Die kippe ich in die Tasse. Jetzt kann ich sie so richtig genießen. Das war eine coole Idee. Das war super. Jetzt bist du dran. Na wartet, ich werde es mir gut gehen lassen. Ich habe auch eine Idee, wie ich das bewältigen kann. Ich stelle in jede Flasche einen kleinen Strohhalm. Ist doch klasse. Die Runde hat so richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich euch übertreffen kann, aber ich werde es versuchen. Das kann eine Weile dauern. Ein Tropfen und noch ein Tropfen. Ich habe Zeit. Da muss ich eingreifen. Mit ein bisschen Tabasco sollte es schneller gehen. Und jetzt die nächste Flasche. Mach dich gefasst. Das brennt. Ich bin's mal wieder. Also, ich kann nicht sagen, dass ich mich darüber freue. Ich auch nicht besonders. Süße Gels. Ich nehme mir das Blaue. Und ich das Grüne. Ich bin mir sicher, das schmeckt am besten. Oh ja, der Geschmack macht mich ganz verrückt.
zu schade, dass das schon alles war. Ah. Mhm. Gut, dass ich mir Zeit lassen kann. Wow. Was für eine schöne Spirale. Danke, ich habe mir Mühe gegeben. Was für ein Wurf. Okay, dann mal los. Dieses Gel versetzt mich in Trance. Hey Kate, wach auf. Okay, lass dir helfen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Dieses Gel schmeckt aber gut. Monika, du bist dran. Okay. Das werde ich in Nu verschlingen. Und diese Wäscheklammer wird mir dabei helfen. Schaut her. Ah, wie lecker. Klasse. Es hat meiner Meinung nach gut geklappt. Ich bin doch ein Genie, oder? Eindeutig. Bin ich endlich die Glückliche? Wow! Na, ich aber auch. Ich nicht wirklich. Oh, das sieht mies für uns alle aus. Oh, no. Ich hasse Stinkekäse. Selbst von dem Anblick wird mir schlecht. Und von dem Geruch erst. Aber ich werde ihn trotzdem probieren müssen. Gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Aber das war hart. Ich brauche dringend was für frischen Atem. Huch, na endlich. Also nee, das hat nicht wirklich geholfen. Ich weiß, wie ich diesen Geschmack ein bisschen verbessern kann. Wow! Oh, das sind ja Häppchen. Perfekt. Einverstanden. Aber der Käse schmeckt trotzdem mies. Aber was kann ich da tun? Ich werde alles aufessen müssen. Das ist das Ekligste, was ich je gegessen habe. Was ist mit der denn passiert? Jetzt habe ich Angst, das Ding zu probieren. Vielleicht kann ja Honig die Situation retten. Mal sehen, ob mein Plan funktioniert. Nicht wirklich. Aber ohne Honig wäre es schlimmer gewesen. Kate, halte durch. Ich brauche noch mehr Honig. Na also, viel besser. Wir haben es geschafft, Mary. So eine kleine Fanta? Menno. Meine Fanta sieht um einiges größer aus. Ha, habt ihr meine Fanta gesehen? Die ist ja gewaltig. Wieso hat Zack diesmal Glück gehabt? Na, wie auch immer, solange er sich freut, mache ich mich an meine Mini-Fanta. Oh, wow, das ist ja so eine Art Gelee. Das muss ich unbedingt probieren. Das schmeckt voll lecker. Ich glaube, ich habe einfach die Flasche heruntergeschluckt. Ach, komm schon, Monika, sowas passiert. Oh, ich liebe Fanta. Vor allem, wenn es Fanta-Gelee gibt. Da ist noch ein bisschen was übrig. Ich muss da noch rankommen. Oh nein, ich glaube, meine Zunge ist einfach stecken geblieben. Was soll ich jetzt machen? Sag, kannst du mir helfen? Okay, gib mal die Flasche her. Hey, was erlaubst du dir? Autsch, das hat wehgetan, Zack.
Ja, tut mir leid, ich wollte doch nur helfen. Ah, mach dich an deine Fanta. Oh, da freue ich mich schon. Wieso kommt da nichts raus? Ich glaube, ich habe einfach nicht genug Kraft. Ha, bist voll der Schwächling. Hört auf, euch über mich lustig zu machen. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich muss die Flasche einfach umdrehen. Oh, da kommt das Gelee raus. Solange Zack nichts sieht, probiere ich es einfach. Noch ein bisschen. Noch einmal feste zuschlagen. Yeah, das war lecker. Was ist hier passiert? Yeah, na endlich. Ups, Wendy, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Aber wie auch immer, es wird Zeit, dass ich selber was probiere. Willst du auch was? Ah, jetzt bin ich total klebrig. Ah, wie auch immer, das schmeckt lecker. Soll das mein Eis sein? Wieso ist das so klein? Haha, weil meins ein bisschen größer ist. Wow, Monika, was hast du denn da? Ich habe einen ganzen Eimer. Ganz schön kalt. Pass auf, dass du nicht erfrierst, Monika. Wendy, du kannst dich an deinem Mini-Eis machen. Ihr seid voll gemein. Aber okay. Ist das lecker? Oh nein, mein Löffel passt einfach nicht in diesen Mini-Eimer rein. Was soll ich jetzt machen? Alles klar, ich kann den Löffel einfach umdrehen. Ah, ist das genial. Schmeckt wunderbar. Oh, das sieht voll appetitlich aus. Oh, nein, das war's auch schon. Tja, da lässt sich wohl nichts machen, Wendy. Jetzt nehme ich mir meinen Löffel und... Oh, er ist stecken geblieben. Wow, das sieht ja aus wie Eis am Stiel. Probieren wir mal. Schmeckt gut. Oh, wenn ich auch noch was probieren könnte. Ich habe eine Idee. Moment mal, wer ist denn da? Ich sehe niemanden. Ich verstehe das nicht. Wendy, was machst du denn da? Das ist mein Eis. Ich wollte nur ein bisschen was probieren. Oh, das hat viel getan. Bitte nicht ablenken. Ich muss noch mein Eis essen. Und ich kann wohl nur dabei zuschauen. Das war's, erledigt. Jetzt bist du dran, Monika. Na endlich. Was ist das denn für ein Mini-Löffel? Na gut, Hauptsache, dass ich viel Eis habe. Ist das köstlich? Ich frag mich, wie lange die das durchhält. Irgendwie wird mir so langsam kalt. Ganz schön kalt. Ich versuche den Eimer noch von innen zu lecken. Was macht die denn da? Ich denke, wir sollten ihr helfen. Na los. Danke, Zack. Ich wäre fast völlig erfroren. Ich glaube, Monika hat sich in eine Eisstatue verwandelt. Wow, das sieht ja toll aus. Und wieso ist mein Pferdchen so klein? Oh, das ist ja voll süß. Ein echter Hingucker. Okay, da lässt sich wohl nichts tun. Ich fange einfach an. Augenbinder anziehen und los geht's. Ah, Zack, du scheinst hier gar nicht zu treffen. Hey, was ist hier los? Ach, ich glaube, dieser Stock ist einfach zu klein. Ich treffe das Pferd einfach nicht. Ich muss es einfach abreißen. Ja, so einfach geht das. Da sind ein paar Skittles drin. Ich liebe die Dinger. Schaut ihr mich so an? Monika, mach schon, fang an. Ja, da bin ich ja glücklich drüber. Das ist meine Augenbinde und wir können anfangen. Ich muss mich einrichten. Was macht die da? Nur einmal präzise zuschlagen. Aua,
das hat weh. Na warte, Pferdchen. Du hast mich ganz schön sauer gemacht. Na, wo bleibt meine Belohnung? Lecker Schmecker Skittles. Ich liebe die Dinger. Voll cool. Gut gemacht, Monika. Die will ich jetzt alle aufessen. Das schmeckt mega lecker. Ich bin zufrieden. Deine Zähne, Monika. Die sehen aus wie ein Regenbogen. Voll cool. Okay, Wendy, du bist dran. Zuerst ziehe ich mir die Augenbinde an. Jetzt bin ich bereit. Und zuschlagen. Oh. So und so und noch ein bisschen. Yeah, ich hab's geschafft. Das ist ja ein ganzes Meer aus Skittles. Davon habe ich geträumt. Ich schwimme praktisch in Skittles. Hey, Wendy. Wir müssen uns mal ernsthaft unterhalten. Wow, so viele Skittles. Ja, wir wollen auch was davon. Hier ist genug für uns alle da. Voll die coole Challenge. Was will ich essen? Wie wär's denn mit Waffeln? Leckere hausgemachte Waffeln mit Sahne und Erdbeeren. Waffeln? Oma Betty ist bereit. Einfache selbstgemachte Waffeln? Kein Problem. Lecker Schmecker. Ah, das ist doch eine Koch-Challenge, oder? Ach, typisch Kinder. Ich muss meine kleine Emma füttern. Sie möchte Waffeln. Die Oma wird ihr Waffeln geben. Zuerst muss ich den Teig machen. Mit einer Menge Mehl, ein paar Eiern und Butter und Zucker und frischester Milch. Jetzt verwende ich Schneebesen. Damit werde ich alles verrühren. Der Teig muss gut durchgerührt werden. Ach, dein Teig ist doch viel zu dick. Mein Teig hat die perfekte Konsistenz. Er kann leicht in Schüssel gegossen werden. Hier kommen noch ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe mit rein. Und jetzt knete ich den Teig. Meine Waffeln sollen nämlich schön bunt sein. Ah, wir werden ja noch sehen, wer die besten Waffeln haben wird. Oh, die haben ja schon den Teig gemacht. Ich habe eine Idee. Ich gebe einfach Mehl direkt in die Nutella. Und natürlich ein bisschen Milch. Schön umrühren. Voilà, mein Teig ist fertig. Jetzt kommt er einfach aufs Waffeleisen. Und wir machen eine Schokowaffel. Jetzt heißt es abwarten. Oh wow, was machen denn die anderen? Sieht ja toll aus. Ich mache eine wunderschöne Regenbogenwaffel. Dafür muss ich Schicht für Schicht den Teig reingeben. Na also, wunderschön und lecker. Das Wichtigste ist natürlich, wie man sein Gericht serviert. Deshalb stecke ich meine Waffeln auf einen Spieß, tauche sie in heiße Schokolade und dann noch in bunte Streusel. Voila, fertig sind die Waffeln. Na, meine Waffeln sehen vielleicht ein bisschen einfacher aus, aber dafür sind sie mit meinem Herzblut gebacken. Hier kommt noch etwas Puderzucker drüber und natürlich Schokosoße und Ahornsirup nicht vergessen. Und obendrauf noch ein paar Erdbeeren. Wunderbar. Ach, meine sind trotzdem besser. Ah, womit soll ich denn meine Waffel verzieren? Ah ja, genau, mit Skittles. Warum nicht? So sieht sie auch schön bunt aus. Fertig sind wir. Das kannst du jetzt probieren. Womit soll ich anfangen? Ich probiere mal diese Waffel hier. Die sieht richtig appetitlich aus. Mit Erdbeeren, genauso wollte ich sie haben. Oh, richtig gut. Zergeht nur so auf der Zunge. Was probiere ich diesmal? Oh, diese wunderschönen, kunterbunten Herzen. Solche Waffeln habe ich ja noch nie gesehen. Ich probiere gleich zwei. Mega lecker. Einfach ungewöhnlich. Diese Waffel sieht auch ganz schön ungewöhnlich aus. Aber so einfach ist das nicht, die abzubeißen. Was soll ich auswählen? Das ist ganz schön schwer.
lecker schmecke? Na, haben dir meine Waffeln gefallen? Mir hat alles gefallen. Ups, Hilfe. Ich glaube, die hat zu viel gegessen. Tja, sowas kann bei einer Koch-Challenge nun mal passieren. Und diesmal wünsche ich mir Kakao mit Marshmallows. Hey, wacht auf. Kakao? Ja, Schwesterherz, das machen wir. Kakao, keine große Sache. Ich mag Kakao. Hey, Oma, wach auf. Ich werde alle füttern. Guten Morgen, Oma. Steh auf. Oh, was? Meine Enkelin will Kakao? Oh, das werde ich machen. Trinkt Milch, meine kleinen Kinder. Jetzt brauchen wir ein bisschen Nutella. Richtig gut. Schön viel einfach in die Milch reinlegen. Und jetzt gut umrühren. Oh, die Milch wird langsam heiß. Könnt ihr das riechen? Ah, riecht gut. Ich nehme mir Milch. Aber irgendwie kann ich sie nicht öffnen. Na los. Oh nein, jetzt bin ich total nass. Aber Hauptsache, ich habe die Milch geöffnet. Die kommt jetzt in den Kochtopf. Und da kommen ein paar richtig tolle, leckere Schokoriegel rein. Hey, du passt ja gar nicht mehr rein. Wobei, ich muss einfach mal gut draufhauen. Susi, was? Ach, wie auch immer. Ich werde ein richtiges Gourmet-Dessert machen. Eine Schokoladenbombe. Ja, die Soße ist perfekt. Die kommt in diese Halbkügelchen rein. Jetzt schön verteilen mit einem Löffel. Und abkühlen lassen. Nach einer Weile haben wir unsere Halbkugeln. Da kommt jetzt die Füllung rein. Und dann können wir die Halbkugeln verbinden. Einen Löffel Kakao in jede Halbkugel. Jetzt noch ein paar Marshmallows rein. Jetzt kommt noch die zweite Hälfte drauf und fertig sind unsere Schokobomben. Die übergieße ich jetzt noch mit Schokosoße und bestreue sie mit Kokosnuss. Wunderschön. Diese Bomben werden mit einem Glas heißer Milch serviert. Na, was um alles in der Welt hast du denn zubereitet? Mein Kakao ist mindestens genauso gut. So, das kommt jetzt in die Tasse. Und natürlich die Marshmallows nicht vergessen. Riecht wunderbar. Und ein paar Oreo-Kekse dürfen nicht fehlen. Schließlich mag meine Enkelin Oreos. Hilfe! Hier ist was schiefgegangen. Ist okay. Das ist mein Kakao. Mein originelles Rezept. Ach du meine Güte, Susie. Wir werden ja fast alle verbrannt. Es wird Zeit für heiße Schokolade. Was ist das denn? Das ist doch sicher verbrannt, oder? Muss ich das probieren? Nee, schmeckt ja gar nicht. Das muss ich wegschmeißen. Und was könnte ich jetzt probieren? Oh, meine Lieblings-Oreos. Meine Oma weiß natürlich, wie sehr ich Oreos mit heißer Schokolade mag. Vor allem, wenn man dann die Kekse in die heiße Schokolade tunkt. Richtig schön weich. Und das Getränk ist auch wunderbar. Oma, ich liebe dich. Was für seltsame Schokokugeln. Sowas habe ich ja noch nie probiert. Ich lege sie einfach mal hier rein und gieße die Milch ein. Oh, wow. Die Schokolade schmilzt ja. Und da waren Kakao und Marshmallows drin. Das ist ja richtig gut.
hat mir echt gut gefallen. Voll die tolle Idee. Ja, ich habe gewonnen. Habe ich's doch gewusst. Aber das war klar. Angeberin. Ach, meine kleine Enkelin. Jetzt wünsche ich mir Pommes wie von McDonald's. Ha, ich weiß, wie man die macht. Ach, das ist doch gar nicht schwer. Was? Das ist ein sehr ungesundes Gericht. Ich weiß, was besser ist. Karotten. Ich werde Karottenstäbchen für meine Enkelin zubereiten. Dafür schneide ich die Karotten in kleine Streifen. Oh, die sind richtig schön gesund. Susie, willst du ein Stück? Nee, Oma, vielen Dank. Na, wie du meinst. Da sind ganz schön viele Vitamine drin. Oh, irgendwie sehen diese Kartoffeln nicht wie Kartoffeln aus. Na, wie auch immer. Ich schneide einfach die Schale ab. Jetzt nehme ich so ein Ding, das mir helfen wird, Pommes auszuschneiden. So. Yeah, meine Pommes sehen schon mal perfekt aus. Und jetzt muss ich sie braten. Da werde ich ganz schön viel Öl gebrauchen. Das Öl kommt in den Kochtopf. Und schön heiß machen. Oh nein, das Öl brennt. Jetzt spritzt es auch noch. Oh, was schreist du denn? Oh, das ist doch gar nicht so heiß. Aber wieso ist die denn total in Panik? Oma, wie machst du das? Susie, dreh einfach den Herd nicht so sehr auf. Ich werde meine Pommes auf eine ganz besondere Weise machen. Selbst so einfache Gerichte wie Pommes kann man auf besondere Weise zubereiten. Perfekt. Jetzt muss ich das alles aufspießen. Wunderschön. Ich habe Angst. Da lege ich jetzt die Kartoffeln rein. Oma, rette mich. Susie, jetzt mach dir doch keine Sorgen. Das sind doch nur Kartoffeln. Lust auf eine Mohrrübe? Nein, danke. Na gut, dann kann ich die auch selber aufessen. War's das schon? Ich hoffe ja. Yeah, richtig gute Pommes. Die lege ich jetzt in das Päckchen hier und gebe Ketchup dazu. Emma wird das gefallen. Ach, Kinder, Kinder. Diese Karottenstäbchen sind viel gesünder. Ich glaube, das Öl ist heiß. Jetzt können wir die Kartoffeln braten. Und die werde ich jetzt mit exquisiter französischer Trüffelsoße servieren. Womit soll ich anfangen? Was für ungewöhnliche Kartoffeln. Sowas habe ich ja noch nie probiert. Da gebe ich ein bisschen Soße hinzu. Sieht köstlich aus. Oh, richtig schön knusprig und saftig. Richtig gut. Ich mag diese Kartoffeln. Und was ist das? Was für eine seltsame orangene Farbe. Sieht aus wie Pommes. Ist es aber nicht. Das sind ja Karotten. Ich hasse Karotten. Das werde ich nicht essen. Oh, wow. Hat mir da jemand Pommes aus McDonald's mitgebracht? Pommes mit Ketchup. Die perfekte Kombination. Schön umrühren. Und jetzt probieren. Die schmecken ja gut. Genau das habe ich mir gewünscht. Deshalb gewinnt diese Variante. Yeah, meine Pommes haben gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich habe es geschafft. Habe ich doch gewusst. Was kriegen wir als Vorspeise? Oh nein, das ist ein Candy Spray. Ist das sauer? Ich will nicht mehr. Jess, jetzt bist du an der Reihe.
Ich hätte keine Angst haben sollen. Das ist doch nur Kaugummi. Dann auch noch in einem schönen Blau. Zeit, sie zu probieren. So lecker. Und so lang. Wetten, ich esse es in Rekordgeschwindigkeit. Das wäre doch viel zu einfach. Das mache ich ein bisschen saurer. Ah, das war doch so vielversprechend. Ach komm schon, das wird sicher lustig. Los geht's. Oh, viel zu sauer. Ich habe keine Lust mehr drauf. Du Arme, lass dir helfen. Okay, jetzt bleibt nur noch ein kleines bisschen. Komm schon. Ah, ich hab's geschafft. Bravo. Ich bin Erste. Ist ja süß. Was für ein lieber Lutscher. Ein süßer Schnuller. Klasse. Da ist was Saures drin. Das muss Ahoi-Brause sein. Ich will mehr davon. Viel besser. Oh, ich krieg nicht genug davon. Jess, manchmal benimmst du dich wie ein Baby. Ein Klo? Wie soll ich das denn essen? Was ist da drin? Ich bezweifle, dass ich das probieren möchte. Das ist auch Ahoi-Brause. Lecker. Ich will die doppelte Portion. Einfach herrlich. Wo kommt das Geschrei her? Jess, beruhig dich. Hier hast du deinen Schnuller. Gutes Mädchen. Lass uns herausfinden, wer Erster sein wird. Hurra, ich bin es. Sorry. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das sind explosive Bonbons. Die fliegen im Mund auseinander. Und wozu ist die Spritze gut? Ist das süß. Sieht toll aus. Aha. Zeit für das Wichtigste. Oh, wow, so viel davon. Ich will mehr. So viel wie möglich. Ich spüre, wie die Bonbons auf der Zunge explodieren. Und wenn ich da noch Sirup hinzugebe? Das fühlt sich noch besser an. Ich bin so energiegeladen. Ich will gleich eine Party schmeißen. Yeah! Zu schade, dass deine Bonbons bereits alle sind. Schau mal, was ich hab. Oh nein, das ist ein Skorpionlutscher. Hä? Wir müssen dringend Jess helfen. Aha. Der Notarzt ist da. Ich erweise dir erste Hilfe. Brrr. Danke, Doktor. Mir geht's wieder besser. Das heißt, du kannst es probieren. Hab keine Angst. Das schmeckt sogar. Da siehst du, hättest keine Angst haben sollen. Oder vielleicht doch? Ih, das ist ein Skorpion. Warte, ich glaube, das ist nur ein Spielzeug. Diesmal habe ich blaue Glotzer. Boah, sehen die cool aus. Die einen anstarren. Ich will sie unbedingt probieren. Die lassen sich noch so lang ziehen. Und die Füllung ist klasse.
Boah, ich beneide dich. Die Dinger kann man nicht nur essen. Jazz, schau mal. Ha, reingefallen. Boah, bist du naiv. Wegen dir habe ich meine Portion ganz vergessen. Das sind übrigens Bonbons. Ich probiere mal. Mh, lecker. Wow, meine Zunge ist blau geworden. Na warte, Emma. Zeit für einen kleinen Streich. Oh Gott, Hilfe. Reingefallen. Mhm. Schau dir das mal an. Wow! Das ist ein ganzer Eimer Mauern. Ein Traum. Die sind so lecker. Ich will mehr davon. Aha. Ich hoffe, ich krieg auch was Schönes. Was ist das denn? Sieht wie Zahnpasta aus. Aber ich bin mir sicher, das muss besser schmecken. Probier mal. Boah, das ist süßes Gel. Da nehme ich mir gleich mehr davon. Mm. Jess, ich habe eine Idee. Lass uns unsere Portionen zusammenlegen. Nimm dir einen großen Löffel. Zeit, das zu probieren. Okay. Ich bin bereit. Sieht so seltsam aus. Wow. Kauen ist nicht gerade einfach, aber es ist es wert. Einverstanden? Oh, ich will noch mehr. Ich nehme mir auch Nachschlag. Oh Mann, wir haben alles aufgegessen. Wir halten uns an Traditionen, also fange ich an. Hä? Was soll das denn? Sieht aus wie Parfüm. Ich probiere es mal auf einem Blatt aus. Oh Gott. Das hat das Blatt aufgelöst. Sieht gefährlich aus. Ich würde mich damit nicht gerade vollspritzen. Aber andererseits, man soll ja was im Leben riskieren. Puh, gut gegangen. Ich frage mich, ob das schmeckt. Mhm. Oh, gefällt mir. Oh nein, das ist doch viel zu sauer. Oh, meine Augen haben einen Krampf. Ich hoffe, ich krieg was Besseres. Löffel? Na gut. Ah, hier kommt noch etwas Spray dazu. Gib mal her. Ich sehe, dir ist nichts zu schade. Das schmeckt gut. Gib mal her. Ich wusste nicht, dass du auf Saures stehst. Hör auf. Warum? Ew. Ich mag die süß-saure Kombination. Eine ideale Geschmacksbalance. Fang du an, wie du meinst. Oh, was für schöne Kristalle. Die sehen wie Edelsteine aus. Und dann schmecken die auch noch so gut. Hauptsache, ich mache meine Zähne nicht kaputt. Ich schaue auch mal, was ich habe. Hey. Oh, das nenne ich einen echten Diamanten. Weg mit dem Ring. Ich habe einen besseren. Was für ein riesiger Stein. Wow. Du siehst aus wie ein Superstar. Er sieht nicht nur gut aus, er schmeckt auch noch klasse. Hey.
Hey Emma, was ist das denn? Ich weiß gar nicht. Boah, nee, das schmeckt gar nicht. Ich will nichts mehr davon. Ich genieße lieber mein Steinchen. Aber das ist nicht fair. Du musst alles probieren. Oh nein, du hast alles ruiniert. Boah, nee, wie eklig. Na, endlich wird's besser. Ich mag es, Erste zu sein. What? Aber diesmal wäre ich es besser nicht gewesen. Das ist doch ein radioaktives Bonbon. Wie willst du das denn essen? Okay, ich habe keinen Ausweg. Ich hoffe, ich schaffe das. Oh nein, ich hatte mir fast die Zunge verbrannt. Okay, das Wichtigste ist, konzentriert zu sein. Ich glaube, das war eine Explosion in meinem Mund. Fürchterlich. Ich hatte mehr Glück. Ich liebe diese Kaubonbons. Wie viele sind denn da drin? Wow. Ich fange mit dem hier an. Das lässt sich so ziehen. Schau mal. Das muss wohl schmecken, was? Und was ist das hier? Ah, das ist die Füllung. Ich nehme gleich mehr davon. Oh nee, das schmeckt gar nicht zusammen. Das alles ist überflüssig. Ich will nur die Bonbons. Das reicht. Ich bin voll. Warte, ich habe eine Überraschung für dich. Mach die Augen zu. Oh yeah. Du kriegst gleich was ganz, ganz Feines. Mach den Mund auf. Du meine Fresse, was war das denn? Mein Mund explodiert gleich. Ups, ich dachte, das würde dir gefallen. Monika, Betty und Ted haben ihren Spaß. Ted geht's besonders gut. Ist auch klar, denn er hat eine ganze Menge Burger. Monika gibt ganz schön Gas. Ist die schnell? Betty kann uns auch einen Lifehack zeigen. So geht man mit Burgern um. Oh Mann, wie siehst du denn aus? Ted will diese Runde noch cooler machen. Er baut einen Burger-Turm. Ein Traum wird wahr. Aber bauen geht ja noch. Was tut er denn, um den Turm aufrecht zu halten? Ups, naja. Oh. Hauptsache, der Geschmack bleibt derselbe. Soll das euer Ernst sein? Mentos mit Cola? Wir wissen doch alle, was aus so einer Kombination wird. Ted öffnet ganz vorsichtig seine Dose. Also, das begeistert niemanden. Atmet aus. Ted, das kannst du jetzt problemlos trinken. Vergiss dein Mentos nicht. Jetzt ist Betty dran. Ihre Situation sieht um einiges gefährlicher aus. Eine große Flasche. Bam! Lust auf eine erfrischende Cola-Dusche? Zu schade, dass in der Flasche fast nichts mehr geblieben ist. Betty ist klatschnass. Monika, und jetzt bist du dran. Hier hast du deine Megaflasche.
Das wird sicher eine Mega-Explosion. Leute, ihr solltet besser in Deckung gehen. Wow, sieht das cool aus. Da hat jeder was abbekommen. Bitte versucht das nicht nachzumachen. Eure Eltern werden sich darüber sicher nicht freuen. Das Eis ist da. Der Löffel auch. Aber die passen gar nicht zusammen. Unsere Teilnehmer haben da interessante Kombinationen bekommen. Monika, du wirst sicher dein Bestes geben. Okay, weg mit dem Löffel. Mit den Fingern essen? Wo bleiben deine Manieren? Bäh. Naja, zumindest hat sie alles aufgegessen. Ted hat's gut. Sein Löffel passt perfekt zu seinem Eis. Ein Ferkel ist das. Hör auf zu schmatzen. Und jetzt ist Betty an der Reihe. Aber mit so einem kleinen Löffel wird sie dieses Eis eine Ewigkeit lang essen. So lange kann keiner warten. Wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Ein Tag? Eine Woche? Ein Jahr? Ups, sie ist erfroren. Was soll denn der Krümel da? Ted hat auch nicht viel mehr. Und Betty hat gar nichts. Das ist nicht fair. Aber Monika freut sich auch nicht besonders. Okay, ein Bonbon ist schließlich besser als gar nichts. Ted, was bist du denn so geizig? Aber er will uns was zeigen. Oh, was für ein Trick. Okay, Wasser schon? Oh nein. Betty, wozu brauchst du einen Schirm? Na gut, wir warten. Auf Regen oder was? Oh, wow, auf Skittles-Regen. Also bei solchen Niederschlägen hätte ich nichts dagegen. Bonbonregen, Schnee aus Eiscreme. Ach, das wär's doch. Yeah! Ted, Monika, was ist denn mit euch los? Klar, die Bonbons haben euch vielleicht getroffen, aber das solltet ihr positiv sehen. Lasst es euch schmecken. KitKat, mögt ihr den Riegel? Klar doch, vor allem, wenn man so viel davon hat. Und Monika ist diesmal der Glückspilz. Sie ist total begeistert. Ups. Aber Monika, das geht sicher auch etwas ruhiger. Ted verliert keine Zeit und genießt seinen Riegel. Oh, wie das herrlich knuspert. Betty, jetzt bist du dran. Die lässt es sich auch gut gehen in dieser Runde. Oh, das sieht irgendwie gefährlich aus. Jetzt kommt das Beste. Monika und ihre 100 Riegel. Sie weiß genau, was da zu tun ist. Dieses Rezept solltet ihr mitschreiben. Auch wenn man hierfür Superkräfte braucht. Feuerhände zum Beispiel. Oh, die Suppe sieht hier interessant aus. Eier sind natürlich keine Schokoriegel. Mag jemand von euch Eier? Okay, das war klar. What? Mein Beileid, Leute. Betty, du bist hier die Mutigste. Also fang an. Ein rohes Ei. Wie eklig ist das denn?
Ted will das unbedingt umgehen. Er hat auch schon eine Idee. Mal sehen. Hey, jetzt pass mal auf hier. Ups. Und was wird das? Ein Eiercocktail? Schmeckt das auch? Sieht zwar schön aus. Schmeckt aber mega eklig. Was habt ihr denn erwartet? Oh no! What? Und was passiert jetzt? Leute, wo seid ihr gelandet? Das ist wohl ein Ort, wo alle hinkommen, die ihre Eierrunde noch nicht bestanden haben. Monika, du vielleicht? Ah, da lässt sich nichts machen. Du landest direkt im Pool. Direkt in diesen Eiern. Ich frag mich, ob sie das je wieder abkriegt. Hey, was lacht ihr denn? Jetzt stinkt ihr genauso sehr nach rohen Eiern. Oh je, Chili. Das wird hier immer schlimmer. Und wer von euch zieht diesmal die Arschkarte? Ted natürlich. Oh no! Unser Beileid, aber das ist nun mal die 100-Schichten-Challenge. Betty hat nur ein kleines Stück abgebissen, aber schon brennt alles im Mund. Monika hat Angst, aber sie beißt gleich von allen Schoten was ab. Oh je, da braucht jemand dringend Wasser. Ted sieht mit Grauen seinem Schicksal entgegen. Na los, beiß ab. Es gibt kein Zurück mehr. Hier kann eigentlich nur ein Eimer Wasser helfen. Gut, dass wir genug vorbereitet haben. Armer Ted. Ruh dich aus. Ein Kaugummi. Aber nur eins. Teds Portion sieht um einiges besser aus. Aber der wahre Glückspilz ist hier Monika. Bläh. Betty wartet nicht lange und steckt sich ihren Kaugummi in den Mund. What? Aber das Kauen fällt ihr ganz schön schwer. Ted zeigt ihr, wie das geht. Wusstet ihr, dass er Kaugummiblasen-Weltmeister ist? Das Problem ist nur, dass jede Blase, früher oder später, platzt. Ted, da musst du noch ein bisschen trainieren. Monika geht die Sache ganz einfach an. Je mehr Kaugummi, desto besser. Und sie zeigt uns gleich, wie richtige Kaugummiblasen gemacht werden. Das könnte doch ein neuer Weltrekord werden. Oh je, Monika, wo willst du denn hin? Haltet sie fest. Na dann, gute Reise. Halt dich fest. Bye, bye. So ein kleines Gummibärchen. Und nur eins. In dieser Schüssel finden wir mehr davon. Nicht schlecht. Aber je mehr, desto besser. Das gilt vor allem für Gummibärchen. Betty zeigt uns, wie man die Dinger essen soll. Wenn man vor allem nicht viel davon hat. Ted nimmt sich da genug Zeit. Zuerst will er mit ihnen spielen.
Mädels, ihr seid doch so langweilig. Was habt ihr denn? Oh. Monika ist auf Wolke 7. So viele Gummibärchen. Gibt es nicht jeden Tag. Sie kriegt gar nicht genug davon. Aber manchmal kann Geiz solche Konsequenzen haben. Leute, da steckt ihr jetzt alle fest. Und was habt ihr jetzt vor? Nächste Runde. Und Emma zieht schon wieder die Arschkarte. Scheint wohl nicht wirklich ihr Tag heute zu sein. Ein quadratisches Eis, eine runde Wassermelone und ein dreieckiges Stück Chili. Oh, ich muss mich dringend abkühlen. Ich brauche was von dem Eis. Ist das lecker? Endlich habe ich alle Kerne entfernt. Und kann es genießen. Mann, ist das scharf. Ein zweiter Bissen. Okay, es wird langsam besser. Oh, Gott sei Dank. Oh, das ist nicht auszuhalten. Oh Mann, mein Gehirn ist eingefroren. Das ist unmöglich. Du hast nämlich kein Gehirn. Oh, Leute, ich bin wieder zurück. Obwohl, nein, ich glaube, ich warte erst mal. Oh Mann, schon wieder habe ich Pech gehabt. Nächste Runde und diesmal hat Andy Probleme. Ganz eindeutig. Lilly freut sich über ihren Burger. Emma über ihre Maischips. Nachos. Mann, Schnellnudeln. Und zwar trocken. Da kann man sich ja die Zähne brechen. Mein Burger ist so lecker und saftig. Er zergeht nur so auf der Zunge. Oh Mann, ich glaube, ich habe mein Gebiss verstaucht. Hilfe! Okay, gleich viel, viel besser. Was soll ich bloß damit anfangen? Geht's so vielleicht besser? Nein, ganz und gar nicht. Oh, ich liebe dich, du Burger. Noch ein Stück und noch eins. Und ihr kommt auch noch her. Und ich habe gewonnen. Wow! Na, endlich bin ich auch mal Sieger. Nächste Runde und wir haben Gleichstand. Eine Torte, Kekse und eine Zwiebel. Ich glaube, der Outsider ist offensichtlich. Lecker. Mmh. Ich liebe Kekse. Oh mein Gott. Mmh. Ich liebe diese Runde. Oh, ich habe eine Idee. Zu Emmas Lächeln fehlen ein paar Tränen. Einfach fantastisch. Oh ja, absolut fantastisch. Ih, was soll das denn? Lilly! Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du wirst eh nichts beweisen können. Ich habe noch eine Idee. Ich weiß, wie man Zwiebeln essen kann, ohne zu weinen. Und jetzt schnell abtauchen. Genau so. Und noch mehr.
Kekse sind alle und ich habe schon wieder gewonnen. Warum habe ich nur so gelitten? Mann, mir ging es auch nicht viel besser. Von nun an werde ich immer gewinnen. Ihr könnt jetzt gleich aufgeben. Hurra! Dann fangen wir mal an. Meine Lieblingskekse. Ich liebe euch so sehr. Frische Früchte sind immer was Schönes. Das werde ich genießen. Meine Lieblingskekse. Aufmachen und lecken. Und noch mehr lecken. Wie kann man Brot ohne alles essen? Das schmeckt doch ganz und gar nicht. Noch schnell Gas geben. Hurra, ich habe gewonnen. Mann, du hast mir meinen Titel geklaut. Ich glaube, ich habe den Prozess so sehr genossen, dass ich vergessen habe, schnell zu sein. Aber was ist das denn? Was ist los? Ich habe vergessen, dass ich auf Früchte allergisch bin. Ich hätte langsamer sein müssen. Oh Mann, du hast tatsächlich deine Allergie vergessen. Nächste Runde. Lime, etwas Süßes und eine Karotte. Aber Emmy hat nichts dagegen. Sie hat nämlich keine Allergie auf Karotten. Wie ist das sauer? Meine Güte. Ich frag mich, wer sowas mag. Das ist ja unmachbar. Miam, miam, miam. Ich frag mich, wieso ich Karotten so sehr mag. Vielleicht war ich früher ja ein Hase. Wie viel soll ich noch davon essen? Noch ein bisschen. Ich bin fast fertig. Ich brauche was Süßes. Vergiss es, Lilly. Andy wird dir sicher nichts abgeben. Und ich habe auch schon wieder gewonnen. Was? Das kann nicht sein. Ich habe doch alles aufgegessen. Schau, aber nicht ganz alles. Das hier hättest du nicht übrig lassen dürfen. Und was kriegen unsere Freunde diesmal? Einen Granatapfel, Schokolade für Andy und ein Brötchen für Emma. Scheint, als seien alle zufrieden. Sieht fabelhaft aus. Lecker Schmecker. Ich liebe Schokolade. Wie soll ich das hier aufkriegen? Ich werde noch verlieren. Ich muss Gas geben. Okay, noch schneller. Gleichzeitig. Ja, gleichzeitig. Sieht nach Gleichstand aus. Und Lilly verliert. Schau, wie das geht. Frisch gepresster Granatapfelsaft. Das ist das Beste, was du aus der Frucht machen kannst. Genieß es. Und der Geruch erst. Und der Geschmack. Danke, Andy. Scheinen alle zufrieden zu sein. Also geht's weiter. Sandwich. Passt perfekt, denn ich habe schon wieder Hunger bekommen. Ein Stück Salami? Was hätte besser sein können? Ich frage mich, ob der Autor dieser Challenge weiß, dass ich Omelette hasse. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Gleich viel, viel besser. Was? Honig?
Honig? Ich auch. Was ist los hier? Schmeckt das lecker. Na gut, dann probieren wir halt den Honig. Das ist wirklich seltsam. Also, so wirklich tut das nicht schmecken. Was für eine leckere Runde. Unsere Freunde freuen sich total. Ein Lutscher, Sushi und Schokolade. Was hätte besser sein können? Wow! Yeah! Der Kampf kann beginnen. Super Runde. Voll toll. Und das zweite Stäbchen? Ah, okay, das schaffe ich auch so. Sieht aus wie ein Lutscher. Aber wen interessiert das schon? Ich glaube, in dieser Runde sind alle glücklich. Alle scheinen es zu genießen. Ich muss schneller lutschen. Oh nein, ich verliere. Wie konnte ich nur? Ich habe schon wieder verloren. Und wir sind im Finale angelangt. Was wird es diesmal sein? Ein Dessert vielleicht? Gummibärchen? Ein Gelee? Und Pizza. Wow! Die Runde ist ja noch cooler als die letzte. Und nur Andy scheint nicht zufrieden zu sein. Dann wollen wir mal. Ich frag mich, ob man Gelee überhaupt kauen kann. Gar nicht so schlecht. Und ich musste schon wieder was Scharfes bekommen. Schon wieder so viel Chili. Wieso gerade ich? Schneller, noch schneller. Kauen, 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 kauen. Diesmal will ich gewinnen. Ich könnte etwas Eis vertragen. Lilly, Emma, ihr braucht euch keine Mühe mehr zu geben. Wie hat er das geschafft? Oh Mann, all mein Leid war umsonst. Einen Applaus für den einzig wahren Sieger. Danke, danke, danke.